Hallo, hallo, hallo. Der Miri mit Let's Play Your Level heute etwas spät, aber besser spät als nie. Der Hack heute, oder vielleicht auch die Hacks, ich weiß es noch nicht. Man sieht es gleich. Der erste Hack auf jeden Fall kommt von der Toasty. Ich habe reingeguckt, ob er schon funktioniert, weil ich nur ungern noch Zeit verschwenden würde mit Hacks, die am Ende nicht funktionieren, beziehungsweise zumindest nicht starten. Ich habe keine Ahnung, wie das Level aussieht. Hallo, das hier ist das Dino-Land. Hier erfahren wir, dass Peach mal wieder entführt wurde. Das riecht doch wieder nach Bowser. Und ich habe das Level gespielt, bis ich A gedrückt habe und dann war aus. Wir gucken erstmal nach rechts. So wie immer. Und da sehen wir absolut nichts Neues. Wir gucken in das Yoshi-Haus und sehen, Mist, alle Yoshis wurden gefangen genommen. Grrr. Naja, geh einfach in das linke Level, es sollte ohne Safe States möglich sein. Yoshi-Paw. Ich würde sagen, das machen wir dann auch. Wie immer der Safe State am Anfang. So, das hier habe ich gesehen und es sah schon relativ vielversprechend aus. Ich sehe hier, beziehungsweise vermute ich, dass hier... Wofür war da die Münze? Wie komme ich da hoch? Hallo? Hallo? Wie ist das gedacht? Was? Gar nicht. Okay. Ah, mit dem Sprungbrett. Hallo, danke, dass du mein Level spielst. Ein Hinweis, dieses Level hat zwei Exits, aber das Secret Exit glitcht den Schalterpalast. Ja, das ist auch, vielleicht daran... Liegt daran, dass du dann vermutlich, rate ich jetzt einfach mal, die Overworld dementsprechend nicht verändert hast. Da kann sowas vorkommen und ich verschwende hier gerade so viel Zeit, damit dieses, danke, Ding zum Laufen zu bringen. Was haben wir hier oben? Eine Ranke und eine Münze. Hm. Okay, gut. Ich würde sagen, wir lassen diese Yoshi-Coins mal stehen. Wo kamen die her? Ich bin gut drauf und hoffe, dass das auch ein Weilchen so bleibt. Mal gucken. Huch, okay. Jetzt wird's peinlich. Heute ist ein wenig der Wurm drin. So, du kommst einfach aus dem Nix. Das ist das, was mich... Und dann verschwindest du einfach. Wo ist mein... Wo? Sprite Limits. Kinder. Sprite Limits sind ein Problem. Das finde ich ganz schön hier. Genauso wie das hier. Dass man theoretisch die Möglichkeit hat, wenn man das Level... Wobei, es macht hier keinen Sinn, aber wenn man bedenkt, dass das Level theoretisch später käme, also dann, wenn man die Möglichkeit hatte, den gelben Schalterpalast schon zu finden, ist das eine schöne Idee, quasi als Belohnung dafür, dass man ihn gefunden hat, dann einfach irgendwas zu vereinfachen. Das ist immer ganz super. So, hier kriegen wir eine Feuerblume. Und gehen abwärts und landen... Irgendwo hier... Wo bin ich denn jetzt? Okay. Ich vermute einfach mal, dass das Laggen hier nicht ganz Absicht war und dass ich irgendwie ziemlich viel übersprungen habe damit. Okay. Das Erste, was mir hier auffällt, erstmal sind diese ganzen Ecken. Und auch hier diese Ecken. Wir spulen aber mal zurück und tun einfach mal so, als wären wir da nicht reingegangen und gucken uns den Weg von hier oben noch an. Da drin ist ein... Wofür ist der Maul? Hä? Hä? Okay, ein Sprungbrett habe ich. Also brauche ich das zweite nicht holen. Ups. Gott. Okay. Wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Probleme mit Tiles. Das ist ganz offensichtlich, denke ich mal. Inzwischen hier unten gibt es übrigens wieder... Ja, super, da sperrt man einen Goomba ein. Die große Bedrohung des Pilzkönigreichs, den Goomba. Oder in diesem Fall den Fliegenden, also den Paragoomba. Und... Ah, verfehlt. Blind Jumps. What the fuck? Das sind mehrere...
was soll's? Oh Mann! Aber hier wieder schön, dass man hier dann sieht, dass man hochkommt. Und da ist ein Schlüsselloch. Wo ist denn der Schlüssel? Okay. Du bist uncool. Verschwinde. Ich hab gesagt, verschwinde. Blablabla. Heieiei, was ist denn gerade los? Unsichtbarer Boden. Ich habe meinen Schlüssel detected. Sorry, aber da, wo die Ecken merkwürdig aussehen, habe ich auch nach längerer Suche kein passendes Teil gefunden. Das nehme ich dir nicht ab. Vor allem das hier, das sieht wahnsinnig komisch aus. Wenn man bedenkt, hier ist so eine Ecke. Guck mal hier, dieses Stück hier, wo ich jetzt gegenlaufe. Das hätte man nehmen können und... Puff, da nochmal einsetzen können. Und genauso hier. Wir haben hier eine perfekt runde linke Ecke. Puff. So einfach wär das. Die hier sind schon ein bisschen trickreicher. Aber wenn wir uns mal ein wenig umsehen, dann sehen wir irgendwo bestimmt auch so eine Ecke. Lass mich mal gucken. Nee, ich finde gerade keine. Es gibt sie. Und dann macht man auch... Und dann ist sie da. Und dann ist es super. Ja, das glitscht jetzt angeblich den Schalterpalast. Tut es nicht, weil es der einzige Exit ist, den ich genommen habe. Ich mag übrigens dieses Pfff-Geräusch. Das ist super. Und krieg ich mein Leben? Ich krieg mein Leben. Brumm. Sehr, sehr schön. Warum gehe ich nochmal da rein? Ich wollte doch jetzt nochmal ins Level. Ich will das jetzt echt machen. Erklärung. Was war gut, was war schlecht? Schöner Anfang. Das halt... Wieder dieses... Es geht hoch, es geht runter. Es ist nicht einfach nur plump gerade. Das ist immer was sehr, sehr Schönes in einem Level. Man findet etwas, womit man weiter hinten was erreichen kann. Auch wahnsinnig schön. Das ist gutes Level-Design. Moment. Unsichtbarer Boden. Ich bleibe dabei. Ich persönlich bin kein Freund von diesem unsichtbaren Boden, einfach weil die Teils zu tief gesetzt wurden. So, hier. Ich finde das Sprungbrett, kann mir damit die Yoshi-Coin holen und das ist super. Das ist gutes Level-Design. Dann kommt hier magisch verschwindende Bullets und das ist schon wieder was, da muss man eigentlich... Schon wieder! Es ist der Banzai. Wo ist mein... Ich hab's fallen lassen, weil es verschwunden ist durchs Sprite-Limit. Hier sehen wir, es scrollt nicht. Dabei sollte es eigentlich noch scrollen. Secrets? Das hier ist wahnsinnig gut. Das mit dem, Moment mal, hab ich nicht den... Hab ich nicht den... Knopf gedrückt? Gut, da funktioniert was nicht, würde ich dann einfach mal behaupten. Ich weiß ja, hier kann ich eh sicher durch. Ja, diese Blöcke sind falsch. Da hast du die falschen erwischt. Es gibt welche, die dann, die nur die Outlines sind und es gibt wiederum welche, die wirklich das sind, was sie sein sollen. Das hier ist vielleicht nicht ganz so klug gewählt. Behaupte ich jetzt einfach mal so, denn jetzt fliegt der Mancha. Oh, Magie! Wiederum schön, das Secret, hier unten, die Röhre, die hat mir gut gefallen. Sowas fehlt mir in einigen Leveln. Die ganzen Ecken natürlich, das passt nicht, bin ich ganz ehrlich, aber das hier ist schön. Und das Sprungbrett lasse ich jetzt einfach mal liegen. Die Röhre, okay. Nehmen wir mal hin. Auch wenn es da bestimmt auch schönere Lösungen für gibt. Ups. So. Dann hier. Man sieht es wieder, das große Problem. Da schwebt was. Da ist dann da oben, da links sind so kleine Löcher überall drin. Das sieht nicht ganz schön aus.
Das ist halt Feinschliff, was da fehlt, würde ich echt sagen. Das sind so Feinschliff-Sachen. Also, Gameplay-mäßig, wie gesagt, man muss vor, man muss zurück, man muss Sachen holen, um sie später benutzen zu können. Man braucht sie sogar, theoretisch, es sei denn natürlich, man Shelljump da hoch. Oder geht das überhaupt in der Höhe? Oder ist das... Ah, es wird eng. Es wird ganz eng. Und hier auch wieder. Es funktioniert nicht ganz. Okay. Muss man jetzt mit leben. War ein Versuch wert. Ansonsten gebe ich dem Level... Ich höre jetzt einfach mal hier auf, denn Fidi kam ja nicht mehr. Ich gebe dem Level aus dem Grund, dass diese ganzen Teilfehler kommen, 3 Punkte. Gameplay-mäßig war es nämlich schön, aber wie gesagt, es fehlt definitiv der Feinschliff. Und mit dem Feinschliff wäre das hier auch eigentlich wieder ein 4-Punkte-Level gewesen. Deswegen würde ich sagen, war das ganz okay. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.